Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Ich weiß schon, Mann. Ich weiß, es wird in letzter Zeit irgendwie öfters, habe ich schon gefühlt. Ich wollte gerade gesagt haben, willkommen zurück zu einer weiteren Runde World of Galaxy, aber nein, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft, FeeZBeast, Infinity, Evolved, Expert Mode, Skyblock. Und ja, ich weiß, der Name ist immer viel zu lang. So, hier ist mittlerweile auch nicht was zusammengekommen. Also, wir haben jetzt schon entweder 32 Double Compressed Cobblestone. Ja. Es ist schon ordentlich drin. Hier ist jetzt schon einiges drin, aber noch nicht alles. Warum noch nicht alles? Ganz einfach, weil der Rest noch am Braten ist. Ich kann mal hier so machen. So. Aber wieso mache ich dann schon wieder Aufnahme, auch wenn ich gesagt habe, ja, du wolltest doch eigentlich jetzt wiederkommen, wenn mal soweit ist, ne? Stimmt auch soweit, aber ich habe hier noch so ein bisschen gesiebt und so weiter und bin dann zum Schluss gekommen. Da musst du eigentlich mal rangehen und langsam voran machen. Du willst ja auch eine Schmiede haben, ne? Damit du so ein paar Erze verarbeiten kannst. Da habe ich so gesagt, ja, stimmt schon. Würde ich schon gern machen. Okay. Deswegen wollte ich generell jetzt erstmal hier eine Plattform bauen. Nehmen wir mal hier den und wir machen mal so ein paar Cobblesnaps. Und gehen dann einmal von hier aus was rüber. So, machen wir hier mal so eine Tinkers-Konstrukt-Ecke hin. Und keine Sorge, ich weiß, das sieht jetzt noch nicht so schön aus. Ich weiß, das würde es hinterher auch trotzdem nicht. Aber ja, ich werde generell schauen, dass ich hier, wenn wir die Ressourcen haben, ich habe mir da schon mal, boah, ich habe mir schon mal überlegt, wie ich generell hier aufbauen möchte. Ja, und da brauchen wir halt erstmal Ressourcen für. Also, das würde jetzt nicht so dauerhaft so scheiße aussehen. Also, damit keine Sorge. Einmal den hier weg. Sehr schön. Boah, ich hab's auch heute mit den Slaps. Ja, was machen wir noch einmal breiter. So, sehr schön. Es ist jetzt auch einige Zeit mittlerweile vergangen, seit ich es aufgenommen habe. Ich glaube, eine gute Woche ist rum. Ja, kommt hin. Ich glaube, das ist eine ganze Woche. So. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Generell würde ich hier eigentlich sagen, dass wir da so abschließen. Oh, keine gute Idee. Ich hätte gerade fast unsere Welt zerstört. Habe ich gut gemacht. Okay, kommen wir zurück. Hier machen wir wieder Cobblestone raus und dann würde ich einmal hier so ein paar Walls machen, ne? So eine Cobblestone Wall. Ah ja, stimmt. Da ist ja was. Da war ja was. Oh, bloß keinen Schritt zu weit gehen. So, dann haben wir hier mal so einen Schutz zum Runterfallen. Also natürlich einen Schutz, dass wir nicht runterfallen. Jetzt weiß ich aber. Ja, komm, machen wir mal lieber so. Dass wir hier einmal abschließen. Mit den nächsten 5 Mal das auch noch. So, jetzt haben wir hier mal so etwas Schutz. So, da kann aber nichts spawnen. Da kann nichts spawnen, okay. Die können wir mal wegtun. Dann machen wir dann mal ein paar Cobblestone-Slabs. So 18 Stück dürften eigentlich reichen. Warum? Ganz einfach, weil wir hier einmal abschließen. Weil es ansonsten scheiße aussieht. Ne, kennt ihr? Da sieht ein bisschen scheiße aus. Genauso. Okay, wir brauchen nochmal 3. Ja, gut. Lass uns einmal so. Wie sieht das hier aus? 25 Stück, super. Das können wir schon mal dahin tun. Na, 1, 2, 3, 4.
1, 2. Und jetzt fehlen hier nur noch. Nur noch 8. Ja, gut. Komm, damit wir noch was Produktives währenddessen machen. Damit wir den Kobel weg. Und wir verarbeiten mal ganz kurz hier diese Erze. Also, ihr seht auch schon, da ist ein ordentlich zusammengekommen. Ich habe mittlerweile auch mal hier so einen Ohrsmasher gemacht. Damit geht der Drugi die Zugi. Einmal so zack, zack. Also, das sollte jetzt erstmal kein Problem sein. Kann ich mal kurz das Rezept zeigen? Ist nicht allzu teuer. Ein Dia, ja, wow, aber durch 7 haben wir schon wieder 3. Ja, 7 und 7, was gibt das? Feiner Sand. Oh, lustig, lustig. Das wird Komiker, Mama. Ja, werde ich auch. Was dagegen? Aber gut. Ja. Wir bekommen jetzt mal hier jede Menge Dust wieder. Und naja, irgendwann müssen wir mal schauen, dass wir das Zeug auch verarbeitet kriegen. Und wie machen wir das am besten? Das ist ganz einfach. Wir können uns mal hier so ein Gravel Ore mal anschauen. Können wir schmelzen, kriegen wir einen Barren raus. Oder wir machen die... Lol? Achso, das ist Hedorium. Oder wir machen eine andere Methode. Und... wir haben uns in die Smeltery. Da kriegen wir 2 Ingots raus. Ich würde sagen, das ist doch schon mal für einen Anfang die erstmal gar nicht mal so schlechte Methode. So, da jetzt aber die 8 durch sein sollten, oder? Jawohl, 12 sogar. Machen wir mal so. Ja, ich bin gut im Zählen. Ja. Habe ich noch Strings? Ich habe noch Strings. Habe ich keine Strings mehr? Scheiße. Okay. Da ich keine Strings mehr habe. Wir könnten eigentlich mal kurz die Bäume wieder fällen. Und dann, wenn wir hier wieder ein bisschen Platz haben, oder ein bisschen Holz zum Ausbauen, obwohl Maschinen, generell würde ich sogar sagen, dass wir von hier aus jetzt ein bisschen mit Koppel bauen. Also Koppel haben wir ja jetzt, das läuft ja auch weit, oder? Läuft das? Siehst du, das läuft nicht weiter, ich glaube, Schwachsinn. Mal so. Ne, das läuft nicht weiter. Hat er gesagt, ne? Kappa. Ja, es läuft jetzt auf. Jetzt läuft es auf jeden Fall auf Screen weiter. Warte, wie ist Settings da runterfallen? Okay, jetzt aber ein bisschen Cobblestone. Moment. Na gut, tschüss, Cobblestone Julia. Ein paar Cobblestone Slabs. Und dann gehen wir einmal hier rüber. Ja, wir sind bei Toshiping. Mach mal hier schon mal so eine kleine Ecke, wo die Maschinen hinkommen. Wie viel ist das jetzt? 1, 2, 3, 4. Ja, das sollte reichen. Machen wir das einmal bis da drüben. So, sehr schön. Warum baue ich jetzt einmal hier meine Fläche hin? Ist eine ziemlich gute Frage, die ich euch sofort beantworte. Weil wir hier erstmal die ersten Maschinchen hinklatschen werden. Verteilsmaschinen. Ja gut, Maschinen kannst du dazu nicht wirklich sagen. Ich mache es auch extra einmal so. Weil wir jetzt hier mit den letzten Bricks endlich die Coke Oven Bricks zusammen haben. Sehr schön. Und damit können wir dann einmal hier den Coke Oven platzieren. So, so. Und dann hier, der muss hohl sein. Eh, voilà. Wir haben den Kochofen. Sehr schön. Da muss aber noch eine Fackel drauf.
Holzstück. 4 Fackeln. Ich jetzt hier platziere. Ah, machen wir mal so. So, was ich jetzt machen kann, ich nehme jetzt erstmal so einen halben Stack Kohle. Können wir jetzt hier reinschmeißen und aus Kohle wird Coal Coke. Und das heißt, wir bekommen auch wieder Sod Oil. Haben wir zweimal Coal Coal, haben wir es. Dann haben wir genug getan, um das erste Mal ein Achievement von Skyblock zu absolvieren. Ja. Das dauert jetzt wieder einen Moment, ich glaube. Ja komm, dann machen wir mal hier ein bisschen weiter. Dann. Na, so. So. Dann können wir eigentlich auch schon hier so einen kleinen Maschinenraum, sag ich mal, hinklatschen. Weil wir werden auf jeden Fall ja etwas an Platz brauchen. Oder ich weiß schon, was wir machen werden. Hm. Dann machen wir jetzt hier. So. Aber das, was ich vorhab, das würde ich jetzt vorerst gerne erstmal machen, wenn wir ein Bucket haben. Ein Bouquet. So, einmal hier das wieder wegmachen. Sehr schön. Na, haben wir schon? Ja, fast. Haben wir den ersten Durchgang. So. Was brauchen wir noch? Ich kann dann einmal hier. Hier eins. Warum diese Aufteilung? Ganz einfach. Einmal für 4 Clay. Und dann einmal Gravel. Und dann einmal für Sand. Und wer kann sich denken, was das geht? Richtig, die Smeltery. Beziehungsweise das Squad. So, ich will jetzt einmal ganz kurz so, damit ich sehe, okay. 1, 2, 3, 4. Wir müssen drin bleiben. So. Das erste Kühe aus Hot Oil. Meine Damen und Herren, wir haben gleich das erste Achievement. Ich freue mich gerade so ein bisschen. So, machen wir hier nochmal ein Comfort Sandhouse. Sehr schön. Ja. Komm, ich krieg mal die Flasche rein. Und dann sehen wir automatisch, wie es hier rausklappt. Oh, die letzten Sekunden. Portal of Kyos hat alles gern. So schau wie ich war, ich natürlich auch schon nebenbei komm, machen wir 8. Oh, da ist ja noch Kohle drin. Ja gut. So. Jetzt nehme man sich hier 8 Oakwood. Platziere Kühe Sottal in die Mitte. Oakwood darum. Gut. Ach, wir brauchen noch Planks, okay. So, dann nehme Kühe Sottal. Nehme 8 Oakwood Planks herum und wir haben Treated Wood Planks. Die Flasche bekommen wir zurück. Und wenn wir es so machen, bekommen wir Treated Sticks. Sehr schön. Treated Sticks. Da habe ich die Sticks. Boah, jetzt sind nur noch wenige Sekunden. Wenn das durch ist, dann haben wir unseren Eimer. Wir können mal ganz kurz schauen, wie die weiteren Pläne hier sind. So, ja, Soda. Scheiße. Also bei Soda als nächstes ist es gut. Wir haben jetzt unseren Eimer. Das nächste Ziel wäre ein Induction Smelter, glaube ich eher nicht. Also. Ja, da werden wir auf jeden Fall später hinkommen. Ich würde gerne als nächstes schauen, dass wir mal so ein paar Setzlinge, so Seeds und sowas.
Dann brauchen wir dann noch ein bisschen Eisen. Und zwar 3 Stück. Ja. Ich würde gerne schauen, dass wir mal rankommen, so ein bisschen ordentliche Nahrungsquelle, weil ich ernähre mich gerade nur von Apfelsaft. Und wenn wir mal schauen, wir würden gerne, ich würde gerne über der Watering Can arbeiten. Naja, das Rezept ist da schon ein bisschen schwieriger. Wir brauchen Stahl, das ist ja noch zu schaffen. Was kostet der Stahl für ein Solar Expansion, oder wie der mal heißt? Ja, können wir nicht herstellen. Ja. Und Stahl ist dann einfach ein Blasfundes, ja. Was mit Refined Iron. Pulverized Charcoal. Oder Coal Dust. Mit Eisen. Ganz ehrlich, würde ich schon fast auf den Weg gehen. Ja, aber wir müssen noch ein bisschen crossbreeden bis dahin. Ne, crossbreeden kennst du, das hat was die Männer manchmal, ja. So, jetzt. Iron Blade und. Wir haben den Eimer. Die Legende. Sie ist wahr. Lol, mach ich Profi. komm. Das ist mir selbst, dass es sowas gibt. Ja, das. Machen wir da mal ganz kurz so. So, hier kommt unsere Trophäenraum hin. Bucket Trophy. Wir haben einen Eimer. Boah, ich freue mich gerade richtig. Hört man vielleicht raus? Wieso hole ich noch einmal Wasserflaschen? Ganz einfach. Weil wir ja jetzt natürlich auch irgendwie eine unendliche Wasserquelle aufbauen müssen. Und naja. Ich glaube, das sollte schon reichen. Jawohl. Hallo. Was war das denn jetzt für ein Cheat? Zack und zack. Super. Super. Wir haben einen Eimer, ich freue mich so sehr. Ich kann immer noch nicht singen, mache es trotzdem weiter. So, und damit wir jetzt hier, ja, einfach schlau. Machen wir einmal. Oh, wir brauchen dann natürlich ein paar mehr Slappies. Manchmal gerade so, die kannst du immer wieder zurückcraften. So, schön. Das hier ist sogar zu viel. Aber hier noch eine weitere Reihe drauf. Und dann einmal Wasser hier. Und wir haben eine unendliche Wasserquelle. Boah, tut das gut. Das tut gut. So. Jetzt sollten wir auch viel, viel schneller Clay produzieren können. Dann nehme ich hier Dust. Zack, zack. Alles klar, das geht jetzt viel besser. Weißt du was, wir nehmen jetzt einfach mal hier so ein Bevel und platzieren das einmal. So hier hin. Zack. Also. Zack. Oh, das tut so gut. Das tut so gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jo, nächstes Ziel ist dann, würde ich sagen, die Smeltery. So, wie die funktioniert, muss ich eigentlich nicht erklären, aber mache es trotzdem. Und zwar brauchen wir erstmal Quark. Wie jetzt? Oh, das hat.
Da ist nur noch ein Rezept, okay. Ist jetzt nicht allzu tragisch, aber ein bisschen nervig. So. Ich werde dann auf jeden Fall als nächstes mal so ein kleines Feldenangriff nehmen. Ja, hier für die Trophys habe ich auf jeden Fall dann irgendwie so ein... so eine Hall of Fame oder sowas machen. Oh, wo ist denn mein Baum? Ja. Auf jeden Fall, die Folge für heute ist jetzt vorbei. Ich werde dann jetzt, glaube ich, offscreen schon mal ein kleines Feldenangriff nehmen und nochmal die Bäume hier, glaube ich, mal verlegen. Ja. Das platziere ich dann mal wieder hier drüben. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.